Einer also, von denen ist, glaube ich, hier bei mir auf dem Todesschiff. Die Folge läuft. Die Folge liebe Leute, läuft. Wir sind hier unter Beschuss. Ups, ich habe mich selber gekillt. Boah, das ist doch nicht dein Ernst. Als ich eine Brandbombe geworfen habe. Wir sind die Besten. Direkt vor meine Füße geworfen. Ich bin tot. Da ist einer bei uns auf dem Schiff, so ein dummes Arschloch. Ja, ich weiß. Der hat mich auch gekillt. Wie geht's sowas, dass jemand bei uns an Bord kommt, wenn ihr zwei da seid? Ja, der ist aber drauf gesprungen. Aha. Wie willst du das verhindern? Du kannst ja schlecht sagen, du kommst hier nicht rein. Naja, aber zwei gegen einen? Ja, einer war an der Kanone, einer war am Steuer. Der hat mich schon wieder, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Leute, ihr müsst den an Bord killen. Hey, Zwiebel, hey, Mene. Ja, Mene ist jetzt vor mir aufs Schiff gegangen. Man hätte ja auch mal warten können, dass wir zusammen wieder aufspawnen, aber okay. Wie willst du das denn steuern? Ich hab indem man zusammen wartet, Mene, bis die Tür aufgeht. Und dann meine wunderbaren Schätze, die ich geholt habe. Ich bin im Ladebildschirm. Zwiebel! Ich geh in Hexenwerk. Immer noch im Ladebildschirm. Wahrscheinlich überholt ihr mich noch. Schiff gesunken. Botschafterstatus verloren. Jo. Ja, haben sie uns abge. Warum müssen die auch genau dann wieder kommen, wenn wir auf dem Klo sind, kurz? Ich hab euch gesagt, lächerlich. Ey, ihr seid nicht schnell genug, lasst es, aber. Es ist so lächerlich. Was für ein Zeug hier? Sind wir weit weg von denen? Sind wir weit weg? Wie hieß das Shipswater Wreck Dings? Ships Wreck Bay. Ich gucke. Das war. Wo war denn das? Im Süden? Da. Das ist nicht so weit. Hin da. Richtung Südost. Auf, Männer. Ja, dann fahr halt. Lade deine Schätze als Zeichen der Großzügigkeit auf ein anderes Schiff. Kommt bei mir ständig, die klaut unsere Schätze einfach mal. Ist am Steuer, ja, okay. Ist auch halbwegs optimized. So, der Kurs müsste auch schon stimmen. Oder? Geh mal gucken. Müsste passen. Ja, da kommen halt noch zwei andere Inseln vorher, die wir umfahren müssen. Oder drei sogar. Pass auf, vor uns direkt ist so eine kleine Insel. Ja. Die müssen wir im Norden umfahren, also links rum. Mal abwechseln. Links, rechts, links. Und dann sind wir. Ah. Oh, Igor hat Schmerz. Igor, wir werden dich rächen. Ja, wollen wir die Typen verfolgen? Oder wollen wir auf Ship Wreck Bay? Holen uns unsere Schätze wieder. Die werden ja jetzt wahrscheinlich zum Abliefern fahren. Aber auf der Karte war so ein Ding, ne? Also man sieht, wo man gestorben ist, glaube ich. Nee, das sind die. Das sind die, ja. Weiß ich. Aber die werden angezeigt. Die wurden vorher auch schon angezeigt. Das ist, wenn die halt als Schnitter unterwegs sind und halt andere Schiffe quasi. Also es ist halt eine PvP-Markierung. Die kommen genau auf uns zu. Okay. Wir sind aber nie als Schnitter unterwegs. Die können uns nicht auf der Map sehen, oder? Nein, die können uns nicht sehen. Wir können nur die sehen. Wir haben ja keinen Botschafterstatus mehr. Dann könnt ihr uns nicht mehr sehen. Also wenn wir Botschafterstatus haben, können die uns sehen. Kanonen geladen? Wir haben eigentlich nicht so viel an Bord. Ne? Jetzt das drehen blöd. Sie ein bisschen nach Norden, Schrägstrich Osten ab. Aber das heißt, du musst ein bisschen dann nach Richtung Osten jetzt steuern. Einfach rinnen, die Hurensöhne. Einfach rinknallen. Leute, wir haben nicht so viel Zeug, oder? Wir haben ein Schwert und eine Pistole. Aber ich würde übrigens empfehlen, für den Nahkampf auf diese Schrotflinte zu gehen, diese Blunder. Ja. Dann fahr es mal geradeaus, ich wechsle mal meine Waffe auf die Schrotflinte. Was ist denn das für ein hässliches Ding? Hä?
Sehen wir sie noch? Wir sind auf gutem Kurs. Ein kleines bisschen mehr östlich. Ist denn alles optimized? Ich glaube nämlich nicht. Glaube ich auch nicht. Keine Ahnung. Bin ja die ganze Zeit dabei, Mann. Gar nichts bist du. Halt's Maul. Ich glaube, die wollen nach Außenposten Dagger Tooth. Die sind fast da. Ein bisschen, wir müssen jetzt quasi fast genau nach Osten. Ja. Ich drehe ein bisschen. Ja, so, so, so. Jetzt gibt Gas. Den Außenposten Dagger Tooth müsstest du vielleicht sogar schon sehen. Wirklich? Da steuern die achte gerade nicht darauf. Direkt drauf zu. Leute, wir müssen an alles denken. Kanonen, an den Wind, ans Reparieren und manchmal auch an, wie hübsch meine Frisur ist. Und wie wasserfest. Ja, die sitzt doch unter Wasser. Drei Wetterschmalz, die Frisur hält. So, wo sind wir? Soll ich durch das Tor durchfahren oder was? Jetzt drehen sie ab. Entweder sie wollen woanders an Dagger Tooth anhalten oder sie fahren weg. Keine Ahnung. Nee, ich habe keine Ahnung, was Dagger Tooth ist, Alter. Vielleicht kommst du mal das hoch. Das ist die Insel direkt ja, vor uns. Direkt vor uns ist ein Tor. Ja, das vielleicht Tor kommst ist du mal keine hoch Insel, und guckst auch mal die Realität an und nicht immer nur das Digitale da unten. Das ist Digitale. Das Digitale von Navigation, du. Komm doch mal, guck dir mal die Natur an. Ich würde gerne mal wissen, wo ich hin soll. Ja, Schätze aus. Neben uns. Schätze neben uns. Scheiß auf die Schätze, Mann. Jetzt werden sie langsamer, also sie legen an. Ficken wir sie richtig weg, ey. Und wo kommen wir denn dann? Wir kommen im Prinzip schön von hinten trocken. Nice. Ohne Anlauf. Gehen. Nur mit Anlauf. Nee, mit Anlauf. Entschuldigung. Wir fahren jetzt durch das Tor durch. Ja, ist doch mir egal. Ja, okay, Mr. Digital. Aber du müsstest nach dem Tor eine Insel sehen und da, die musst du leicht südlich umschiffen. Aber sag mal jetzt mal eine Frage, jetzt mal nur so zum Verständnis. Kommen wir jetzt da digital quasi? Ich sehe das Schiff. Ich sehe das Schiff von denen. Ja, okay. Aber es bringt ja nichts, wenn du frontal drauf zufährst, Mann. Nein, wir fahren jetzt neben das Schiff und dann bumsen wir die weg. Ja, Mann. Ich habe übrigens Feuer in der Hand. Ja, ich hoffe, ihr habt irgendwas in der Hand. Wir schießen gleich von unserer Fahrtrichtung nach links. Ja. Bitte die linken Kanonen laden und die linke Kanonen besetzen. Jawohl. Ich weiß nicht, ob die Ausschau halten und uns sehen. Bis jetzt sind sie auf jeden Fall vor Ort. Ich habe Feuergefäße in der Hand. Ich könnte den Schätze ab. Ich könnte den ihr Drecksding gleich in Brand setzen. Was hältst du denn davon? Sehr gut. Ich weiß, Mene, du musst schießen. Ja, ich muss auch die Segel ein bisschen... Haben wir eine Uranbombe dabei? Nein, ich mach die Segelmähne, du gehst an die Kanonen. Igor? Was? Ja, dann... Ich werf Brandgeschosse. Okay, ich glaube, du kannst so langsam mal die Segel hochziehen, sonst werden wir zu schnell sein. Wer denn? Ich mach ein Segel hoch. Und weiter rüber zu denen, wir sind viel zu weit weg. Weißt du, wir sind viel zu weit weg. Alles gut, alles ist gut. Fahr rüber, Mann. Fahr doch mal rüber, Mann. So, ihr könnt gleich, ihr könnt gleich. Die Segel sind ja gar nicht hoch. Ja, sollen die da auch nicht. Jetzt legen sie ab, sie legen ab. Oh, ich bin von Bord geschossen worden. Hamisch tot. Bin tot, hat mich mit der Kanone getroffen. Wir waren viel zu schnell. Alter, wie hat der mich denn jetzt schon wieder, ey? Das ist lächerlich, ey. Die beherrschen das Spiel halt. Ich glaub's auch. Wir spielen halt einmal in 3 Monaten. Da war aber auch nur eine Kanone besetzt von uns. Was hat der andere gemacht? Ich hab mit der Kanone geschossen. Dann wurde ich abgeschossen. Scheiße. Ich hab leider 2 Brandkugeln daneben geschmissen. Ja, was denn? Ich hab gesagt, ich schmeiß Brandkugeln darüber, Mann. Hallo, wer? Oh, unser Schiff geht runter. Ja, klar. Oh, da ist er. Ich bin gleich tot. Hat mich. Ich hab einen von denen.
Der hat mich auf unserem Schiff. Ich bin tot. Deren Schiff zum Hammer mitbekommen. Ja, ich kann ja, unser Schiff nicht mehr retten. Morphio to Moon. Morphio to Moon. Ich kann unser Schiff nicht mehr retten. Nee, aber du kannst deren Schiff versuchen zu senken. Ja, ich habe einen von denen aber nur gekriegt. Und ich bin jetzt alleine und der andere wird bei denen spawnen. Der ist noch hier. Der ist noch hier auch bei uns auf dem Totenschiff. Ich habe auch noch Morphio to Moon, Träger der Flamme heißt die Olle. Ja. Oder der. Die Boxen hier? Nee. Mene, du bist jetzt vor mir? Alter, fick ihn, ey, ganz ehrlich. Mann! Das gibt's doch nicht! Wir sind auf jeden Fall besser als hier. Ein bisschen. Noch jemand alive? Bin jetzt wieder jetzt alive. Jetzt dann gleich. Wieder, ja. Ja, dann seid ihr wahrscheinlich aber jetzt nicht mehr bei denen, ne? Nee. Keine Ahnung, noch bin ich im Ladebildschirm. Ja, aber nee, da das Schiff ist weg. Ladebildschirm so lange dauert, gehe ich mal davon aus, dass ich woanders. Okay, ich bin da in der Taverne. Mene ist auch da. Egal, wir jagen die jetzt nochmal. Wir machen das Leben zur Hölle. Die werden nicht mehr in Ruhe. Nee, wieso? Wir haben ja keine Schätze, die sie looten können. Die haben gar keinen Sinn, uns zu töten. Wir sind nicht weit weg. Okay, dann los. Brauchen bloß gerade Ausfahrt, ein paar Meter. Na dann fahrt mal, ich mach die Kanonen klar. Da ist der Wind, kommt von vorne wieder einfach. So. Also wir müssen von hier aus genau nach Westen. Also wir müssen nur ein bisschen nach rechts drehen. Ach, du lenkst. Okay, lenk du. Ja, man sieht sie schon. Hier? Mit bloßem Auge. Hä? Wo? Direkt vor uns. Ach da. Okay, jetzt habe ich es auch gesehen. Also Kanonen sind geladen. Ihr müsstet euch vielleicht noch Kugeln aus dem obersten Fass nehmen. Habe ich. Wo sind sie? Da hinter dem Felsen? Die sind doch direkt vor uns, geradeaus. Ja, wir sind halt mega lahm einfach, weil der Wind so scheiße steht. Ja. Und ich ramm die jetzt einfach. Fahr einfach rein, genau. Ich schmeiß dir ein Dings auf den Kopf. Eine Brandbombe. Bräuchten TNT-Fässer, Leute. Ja, Mann. Das ist meine Waffe. TNT. Deine Mike. Braucht halt Jahre bis dahin. Also im Segeln spricht man ja auch vom Kreuzen. Das heißt, man kreuzt den Kurs, den man geradeaus angelegt hat. Das heißt, damit man besser am Wind liegt. Verstehst du? Hey. Was hast du jetzt geredet? Ja. Ihr seid so eine nautischen Banausen. Ja, aber was sollen wir kreuzen? Hebt sich zu kreuzen. Doch, indem man den. Du kannst halt nicht geradeaus fahren. 6 aus 49 kreuzig. Ja, du meinst, dass wir jetzt nach rechts fahren oder nach links? Aber. Jo. Damit du halt den Wind besser abgreifen kannst. Ja. Ja, Mann. Genau. Sie haben die Segel gesetzt. Wir sind straight, wir sind straight. Sie haben die Segel gesetzt. Wir haben jetzt unsere Schätze abgegeben und die brechen jetzt auf, um Mann über Bord! Ja, Pech. Bist du dämlich, ey. Tschüssi! Sitzt meine Frisur! Ja, schaut gut aus. Kommt mal so eine Fee? Hallo? Mitten im Kampf geht er von Bord. Ich bin da immer weg. Vielleicht war das aber ein guter Move. Das war ein super Move, definitiv. Nee, ich meine, also, Kampf. Respekt. Wo sind sie? Voraus. Irgendwo. Sind die haben nicht losgefahren? Die haben besseren Wind, irgendwie. Ich sehe sie nicht. Ja? Sind weggefahren. Komm, Brilli, spring nochmal über Bord. Ich suche sie gerade. Ja, ja, ja. Wir müssten hinter der Insel da sein. Haben dich ausgelockt. Nein, die kommen direkt auf uns zu. Ja, noch besser. Schön.
Dann volle Kanone in die Kameraden reinfahren. Jockel, richtig rein. Versuch's. Ja, die kommen direkt auf uns zu. Ich hab Bretter am Start und ich hab Brandbomben am Start und ich hoffe, ich überleb's. Du willst mit den Brettern tothauen oder was? Fahr richtig rein, fahr richtig rein. Weiter da links. Links, links, links. Ich seh sie nicht, ich seh sie nicht. Links. Echt? Mach ich doch schon. Jetzt rechts. So denn links? Das war doch Quatsch. Links war doch Quatsch. Der hat TNT-Fass an uns. Kacke. Ah, Mist, sind weg. Ich wollte es noch nehmen. Ich bin von Bord. Ich wollte es noch nehmen. Okay. Oh, der ist an. Wie kommt denn der bitte bei uns an Bord? Der war lange schon bei uns an Bord. Der ist, als das Boot vor uns war, direkt draufgesprungen mit dem TNT-Fass in der Hand. Hä, wie geht denn sowas? Kann mich jemand retzen? Kann mich jemand retzen? Retzen unter Deck? Ich bin schon am Totenboot. Okay. Was sind denn das für Arschgeigen? Wir sinken. Oh, ich bin down. Ey, aber really, so Hauptsache die Friese so gut, sitzt. Das denken die sich auch. Ah, seine Frisur sitzt immer noch. Pack. Langer Ladebildschirm. Ich glaube, wir werden wieder reset. Ja, wir sind gesunken. Oh, Mann. Mann, Bruder, mach das Brett auf hier. Komm. Denken sich auch, warum kommen die down und sterben? Ja, genau. Weil ich einfach mega den Plan hatte mit meiner Brandbombe und es einfach mega in die Hose gegangen ist. Aber wieso? Ich hab den Ding aufs Deck geknallt. Ja, ich hab einfach komplett drüber geworfen. Das ganze Geschehen. Und beim letzten Mal, also jetzt in diesem Fall das vorletzte Mal, habe ich zweimal direkt bei denen vor dem Boot so kurz davor so ins Wasser geschmissen. Okay, dann ist die Folge jetzt auch jawohl 17 Minuten. So, wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall ist es eine schöne Aussicht. Eise. Ei. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen weiter weg. Das ist aber schöne Ratten. Schiller will uns sagen, lasst es, Leute. Lasst ja. Es. Habt ihr keine Chance. Ja, gut, jetzt gucken wir wahrscheinlich irgendwann per Zufall einfach bei Gronkh und dann hat der mit seinem Kumpan da. Was für Trottel sind denn das? Ja, genau. Da sind sie. Ich sehe es hier auf dem Norden. Wir sind im Norden, genau. Echt? Aber diesmal ein Stück entfernt. Weil wir müssen komm. Ja aber trotzdem auch auf Shipwreck Bay, auf die Insel, für unsere Mission. Ja aber heute nicht mehr. Achso, machen wir die Mission gar nicht mehr heute, oder was? Ja, ich meine, die Folge ist jetzt bei 18 Minuten, also von daher. Also die kommen mit Tempo auf uns zu, sag ich mal. Ja gut, wir fahren jetzt nochmal Richtung Norden und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Anker ist gelichtet. Denkt irgendjemand? Ja. So, also wenn er wieder so ein Arsch kommt mit seinem TNT-Fass. Die müssten eigentlich schon zu sehen sein. Denkst du, nein, nicht die schon wieder. Was machst du? Gibt's Punkte für einen PvP-Kill eigentlich? Also ich habe auf jeden Fall einmal einen. Wenn du von denen was lootest halt, ne? Wenn du deren klar. Kisten abgibst, gibt's Bonuspunkte und so. Ich habe die Olle einmal gekillt. Echt? Da hinten sind sie, oder? Oh. Ja. Direkt vor uns. Alter, ich sehe nur Wellen. Ja. Da sind sie. Ja, da sind sie, da sind sie. Die haben uns wahrscheinlich auch schon gesehen und kommen wieder mit Freude. Die können uns nicht sehen. Nein, mit dem Fernglas könnten die uns sehen. Ach so, mit dem Fernglas, ja. Die denken sich auch, vielleicht gucken die gar nicht auf den Namen und denken sich, boah, es waren jetzt drei Gegner nacheinander. Oder das ist so. Übelst gut geworden. Killing Streak. Ja, genau.
Wir haben aber auch keine TNT-Fässer und nichts. Nein, wir haben gar nichts. Ich glaube, unsere wirksamste Waffe sind diese Brandbomben. Unsere wirksamste Waffe ist, wie unser Schiff aussieht. Mega geil. Oder so. Oder deine Frisur. Kann auch sein. Komm, wir bringen ihn in Musik. Musik ist ein Zeichen des Friedens. Was? Die kommen auf uns zu, glaube ich, oder? Die haben uns entdeckt. Die haben deine Schmalzglocke in der Sonne glitzern sehen. Next try. Genau. Die drehen ein bisschen weiter nach rechts. Zwiebel, mach ab. Jetzt mal was. Mähne nach rechts. Ja, aber ich wollte. Gehen wir auf Rammkurs oder was machen wir? Na klar. Wir gehen auf. Dann rechts, Killkurs. Rechts, rechts, rechts. Ja, stopp, geradeaus. Ja, ein bisschen weiter links. Ja, ich seh's, ich seh's. Die schießen? Nee, was waren das jetzt eben? Das. Aber das ist zu kurz. Der kommt schon wieder mit dem TNT-Fass. Freunde, wieso kann ich mein Ding nicht nehmen? Alter, es ist so lächerlich. Die machen die ganze Zeit einfach nur TNT-Fass. Und mein Schwert wurde einfach nicht rausgeholt. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich habe diesmal ein paar Brandbomben platzieren können. Ja, ich auch. Ja, zwei habe ich auch, aber. Aber wie geht denn das? Wer ist mit mir jetzt hier auf dem Totenboot? Wer ist denn der? Ja. Gut. Evuza, Botschafter der Mystik-Anführer. Ja, gut, wer schon so heißt, ne? Mal Zwiebel. Als mal, hässlicher Vogel. Und ich tanze. Zicke er sich ins Knie. Scheiße, es sinkt unser Schiff. Ich krieg's nicht schnell genug. Bin jetzt auch wieder da, aber ich glaube, ich komme nicht mehr aufs Schiff. Wir sind untergegangen. Naja, wer hätte schnell genug reparieren. Ja, Leute, was müssen wir besser machen? Alles? Schreibt's mir in die Kommentare. Einfach besser werden. Ich stehe auf unserem Schiff. Das schwimmt verkehrt rum im Meer. Jetzt geht's unter. Ja, nice. Aber mir lädt die ganze Zeit. Er wartet mir wahrscheinlich auch so ein Steuerkreuz unten rechts. Und ich bin mitten im Meer in nirgendwo. Ich schwimme hier rum. Kannst du ihn nicht killen? Wie denn? Weiß ich nicht. Ich habe immer noch Ladescreen, jetzt aber ein paar Sounds gehört. Da ist die Teleportationstante. Ich habe immer noch Ladescreen. Doch, aber ich habe jetzt Sounds. Ja, jetzt hat. Igor der Zwei ist da. Oh, diese lächerlichen, ey, ganz ehrlich. Wie viele sind es? Es sind nur zwei, ne? Echt? Ja. Nee. Oh. Doch, das sind nur zu zwei. Ja, die wissen halt, die springen halt mit dem Explosionsfass rüber und legen das ab und den Rest machen wir. Deppen. Diesmal sind sie im Süden von uns. Ist egal, komm, die Folge ist bei 23 Minuten. Ja. Mene, bist du bei uns? Ich bin da, ja. Naja, für nächstes Mal preparen wir uns besser. Yes. Weil wir hatten ja auch nichts. Mit Explosionsfass konnten wir ja gar nicht dienen. Ja, nee. Da bin ich ja Experte. Was hätten wir mit dem Explosionsfass gemacht, Willi? Was hätten wir damit gemacht? Ich wäre mit denen, mit meinem wäre ich rüber. Ja, wie denn? Ja, wie denn? Wir waren ja nicht, die haben uns immer besser getroffen. Die waren höher immer irgendwie. Man konnte gar nicht rüberspringen. Ich hab's ja versucht jetzt. Jemand, der mir sagt, die waren höher und dann so einen Tanz aufführt, der kann mich mal schön. Du hast aber einen richtigen Ort, viel zu viel gesoffen oder so. Man konnte nicht auf deren Schiff kommen. Weil man quasi gegen deren Bug gesprungen ist. Ich hab's ja versucht. Aber wie sind die denn zu uns gekommen? Die müssen doch echt so eine. Die haben zu zweit eine große Galone gefahren. Ja, klar, warum nicht? Geht alles. Also, man muss aber mal fürs Protokoll festhalten: Das sind einfach mal ziemliche Hurensöhne. Egal. Wir haben ja auch nur zwei Folgen jetzt hier auf dem Weltmeer gemacht. Ja. Nächstes Mal machen wir direkt ein paar hintereinander und dann knallt's. Dann scheppert's richtig. Mene, das war deine Folge. Mach mal Abmod. Meine Folge war das? Ich hab gar nicht angemoddet, weil wir im Kampf gestartet sind. Ja, ja, dann trotzdem danke fürs Zuschauen. Bitte. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, Leute. Also, Pfirti, bis zum nächsten Mal. Tschüssen.